Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Oh ja. Yeah. Im letzten Part haben wir Helms Klamm geschafft mit Gandalf. Ziemlich easy, babisi, Übungslevel und ich sag schon die Extras. Set Entwürfe des Films. Helms Klamm, falls es keiner weiß. Isengard. Kirin Ungol, wenn mich das nicht täuscht. Und das Schwarze Tor. Ja, der Ritt der Reiter nach Helms Klamm runter. Sieht aus wie ein Comic. Kirin Ungol. Bruchtau oder Minas Tirith, ich bin mir nicht sicher. Und die Pelennor-Felder gegen die Olifanten. Oder Olifanten, leck mich mal am Arsch. Wie heißt das? Ist Minas Tirith. Das ist, na. Hab's vergessen. Oh, das hab ich halt auch vergessen. Oh, aus Gilead war es vorhin die Stadt. Das ist ein Nazgul. Nazgul, quasi Turm von Sauron. Das ist Sauron selbst. Krasse Scheiße. Ja. So weit dazu und Hobbits und Spiele. Hobbits und Game. Epische Musik. Well, Elijah's a pretty good gamer. The best player would be Elijah. Well, this is where I get to pat myself in the back. I'm definitely a better gamer than the two of them. Yes! Elijah has this insane ability of being able to just grab hold of a console and go through a game. I've actually made the controller float, and without touching anything, I've managed to play the game. It's only happened a few times, but... I've only been seriously gaming now for probably 3 or 4 years. And he's doing very well. But I'm still a much more experienced gamer. But I'm getting there. I can beat Elijah a few games now. I am certainly a lot better than Dom. Dom, who, you know, talks a good game. Oh, look at me go. I'm on fire now. He says, I'm getting so good at this game. I says, okay, give us it. Beat him 3 times in a row. Billy's getting better, but he's not great. Billy is awful. One of the worst game players of all time. I think I do have a special gift for gaming. You'll be playing a two-player game and you'll go, Billy, press X, and he'll be like, hang on a minute, which one's X? But I just haven't really opened that gift yet and given it to myself. Fast die alle über sich sagen, das ist so genial. Oh Mann, ey. Ja, Dominic Monaghan ist ein sehr guter Schauspieler, meiner Meinung nach. War schon Herr der Ringe genial, ich mag ihn auch in der Serie Lost. Ist er da verstorben? Spoiler-Alarm! Zu spät. Ja, Leute, welches Video machen wir? Mission machen wir denn? Ich würde sagen, weil wir immer noch in dem zweiten Teil sind, würde ich sagen, bei Gandalf haben wir gestoppt, bei Gandalf machen wir weiter. Der Weg nach Isengard. Und hier ist der Auswahlbildschirm. Wir können halt alle Charaktere auswählen, wie wir wollen. Die sind natürlich gesperrt, die haben da nie gespielt. Ist ja klar. Sam und Frodo geht auch. Nur sehr spät und sie sind drei Geheimnisse. Können wir frei spielen? Können wir. Erstmal Gandalf! Und jetzt wieder Filmsequenz! Oh yeah! Also erstmal Ladesequenz und dann Filmsequenz, ne? Freut euch drauf! Ich bin erstmal ruhig. Dabei. Damit ihr gucken könnt. Es war nicht allein der Zufall, der Merry und Pippin nach Fangorn führte. Lauf, Merry! Er spricht, Merry. Der Baum spricht. Baum? Ich bin kein Baum. Ich bin ein Ent. Wir Ents haben uns sehr lange Zeit nicht um die Kriege von Menschen und Zauberern gekümmert. Doch nun wird etwas geschehen, was seit einem Zeitalter nicht geschah.
Helms Klamm begann, wird nun ein Ende finden. Isengard muss gereinigt werden. Und im Schatten von Fangorns Wäldern werden Sarumans Uruk-hai keinen Unterschlupf finden. Das erste, Leute. Rauch steigt auf von Isengard. Und du kommst zu später Stunde hierher, um mich um Rat zu bitten. Das ist doch der Grund deines Besuchs, oder, Freund? Ja, der Grund, warum mein Schwert und mein Zauberstab. Zauberstab. So gut geläutet haben, ist einfach, dass meine Kombo freigeschaltet haben, also gekauft haben. Und hier ist ein kleiner Bug, Leute, oder? Sehen wir ihn? Nein. Weil manchmal sind hier noch ein paar Orks am Stehen, die immer noch auf dem Endfolge weg sind. So, und da oben ist einer. Ah, der ist noch später vom Leben. Keiner. So, Behinderte! Bitch! So. Explodieren lassen. Dann können wir das da hinten. So, Leute, normalerweise würde man über die Brücke gehen, aber ich gehe hier unten lang. Warum? Weil hier mehr Uruk-hais kommen. Wow! Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass er noch unten ist. Und blocken können wir mit Kuchen. Das wird später sowas von wichtig. So, die haben wir erledigt. Jetzt können wir noch... Könnte natürlich auch gehen. Aber das ist jetzt nicht. Natürlich haben wir auch Spezialkräfte, Leute. Ich wurde zurückgeschickt, um deine Untaten ungeschehen zu machen. Wow. Gerechte! Du bist es doch, der den Unschuldigen Angst macht. Mal für diese Kommentare, das ist einfach so genial. Das haben sie so geil gemacht im Spiel. Wie gesagt, das, was wir jetzt gerade spielen, kam nie im Film vor. Wenn wir weitertreten, kommen wir. Auf jetzt da rechts. Kann mit der Zeit nicht sterben werden. Ach scheiße, ich renne noch in den Pfeil rein. Hey, ich hab's drauf. Ach, du kommst. Ah ne, mein Ort. Jetzt versuch ich's mal. Und BAMS! Das ist eine super Attacke, die kann ich nur benutzen. Und jetzt, Zwischensequenz. So, und jetzt müssen wir eine bestimmte Anzahl von... Saruman, die Bäume Fangorns sind erwacht. Ihre Zweige suchen, ihre Äste zermalmen und ihre Wurzeln begraben die Ruinen deines Wahns. Bams! Jawohl! Verbrennt sie. Und jetzt. Ja... Und ja, die Ents können auch uns angreifen. Ist doch geil. Ich vernichte dich! Checkmodus hat er ganz besonders funktioniert. Wenn man ganz geschickt ist, bleibt man jetzt hier, denn da kommt die Gegner. Ah, aber. Unser Anführer ist gefallen! Ach du Scheiße! Scheiße? Ich hab mich mit Rücken gelangt. Jetzt meine ganze Kopf. Ihr habt euch selbst gerichtet. An den Pfand kommen wir dann nicht dran. Mögen die Valar euch beschützen! Nein! Nein! Ich treffe ihn nicht, weil er an den Essen dran ist. Unsichtbare World of Doom, ne? Leute, die mein Info Speed Let's Play gesehen haben, wissen, wo ich bin. Und da ist ein grüner Traktor gekommen. Ran doch, Markus! Und wieder perfekt Modus. Komm, komm, komm! Kommt, Leute! Oh, komm! Ja! Nein, ich hab mich ja ärgerlich. Aber wir haben es geschafft. Jetzt ist der Weg frei und wir haben einen kurz vor dem Levelaufstieg, Leute. Oh, was uns da erwarten? Ich weiß es nicht. Ja, okay, ich weiß es.
Diese Bäume sind ein uralter Wahnsinn. Sie sollen brennen, bevor sie alles Leben in ihrer Nähe vernichten. Okay, das wird jetzt ekelhaft. Die ganzen Bogenschützen sind so ab. Da kommt noch einer und noch einer und noch einer. So. Ja, Leute, wie gesagt. Wer wacht es? Genießt noch die Stimme von Gandalf. Zum Schweigen! Weil leider ist ein Synchronsprecher. Feuer! Und das heißt im, wie heißt es nochmal? Im, im Film The Hobbit ist die Stimme eine andere, weil einfach der Sprecher tot geworden ist. Also tot geworden. Was sage ich da? Mein Deutsch ist zu wünschen übrig und wir müssen jetzt aufpassen. Saruman, deine Tage sind gezählt. Aber, du tust mir leid. Aber so, dass die angegriffen werden. So. Und Bands. Da haben wir uns viel Ärger erspart und. So. So, hier sollte man nicht feuern, weil da der Astenkrieg ist. Ihr habt links keinen gesehen, der kommt. Richtig, aber jetzt mal sind sie da. Piss dich! Und nicht die Türme. So, und jetzt, Leute, wie macht man das an der Brücke? So. Ist da auch Platz? Nein! Nein! So, jetzt haben wir unsere Ruhe. Aber wie kommen wir da vorbei? Hm, was denkt ihr wohl? Wir machen einfach den hier. Und das ist kein Problem. Oh, dass der Schutzschild so kurz ist, hätte ich nicht gedacht. Na, komm! Na, jetzt haben wir den. Okay. Jetzt haben wir neue Munition. Und jetzt kommen da wieder Gegner, die wir nicht gesehen haben. Ja, das Spiel ist nicht unfair. Und es gibt Erfahrungspunkte. Kommt da von links nochmal. Ah, scheiße, der hat ein Schild. Ja, wie gesagt, das Let's Play ist nicht blind, Leute. Ich kann das Spiel halt super. Verdammt, ich bin fast am Arsch. Ah! Ja, das ist aber nicht viel. Und da oben kommen noch welche. Das ist halt so assi. Der hat mich erwischt. Der Wicht. Der Piemel. Da unten sind noch mal welche. Aufpassen. Und jetzt kracht ein Baum runter. Der da oben ist. Saruman, Gandalf kommt nach Isengard. Nein! Aber nicht, um dich um Rat zu bitten. Verdammt, wir sind am Arsch. Verdammt! Oh, nein! Das ist das Problem, Leute. Man hat einfach keine Heiltränke, die irgendwo rumliegen. Man muss sich auf die Gegner verlassen, dass die welche droppen. Ja, und das ist die Kacke. Ach, ist das ärgerlich. Ah, jetzt sind wir wieder hier, in voller Gesundheit. Geile Musik. Saruman, deine Tage sind gezählt. Aber, du tust mir leid. Komm, ich will euch. Ha! Das war geil. So ein Bug, dass der Gegner zwar. Ah! Die haben sich ja nicht. Ah! Der liegt noch. Ja. Wieder etwas gezeichnet. Das. Komm! Okay, der war schon tot, leider. So, jetzt haben wir die Szene, wo wir dann gestorben sind. Saruman, Gandalf kommt nach Isengard. Aber nicht, um dich um Rat zu bitten.
So, und jetzt kommt eine wirklich harte Sache, Leute. Das ist eine Sache, die kotzt einen echt an. Erstmal haben wir hier einen ziemlich starken Gegner. Den haben wir vorher noch gar nicht, aber den haben wir ihn dann praktisch besiegt. Und er ist hart, wenn man ihn nicht so erledigt. Und jetzt können wir ihn besiegen. Er kann es ganz schnell von den Beinen holen. Das sieht man so auch nicht mehr wieder. Aber der droppt immer. Das ist so eine Art Bossgegner. Ich werde jetzt den End bei ihrem Werk helfen. So. Der End muss nämlich den Staudamm einreißen. Wir können uns bitte helfen. Wir dürfen halt keine Feuerpfeile schießen. Und wenn man ganz krass aufgelevelt ist, ist das halt ein Problem. Nein, da ist einer. Oh, er hat noch keinen Fall geschossen. Wenn man ganz gelegt ist, schafft man das, ohne dass der End aufhört. Kommt einer. Gut, da ist keiner und... Ach. Der ist auch erledigt. Ja, wir haben es geschafft. Zwischensequenz! Ja, damit ist das Level geschafft. Obwohl Gandalf nie anwesend war, haben wir sehr gut dabei beigetragen. Naja. So, ein Level nach dem anderen. Perfekt. So, ein Level aufgestiegen. Jetzt kaufen wir einfach mal einen stärkeren Felsen. Ja, wir müssen dauerhaft die Gesundheit. Ich merke davon nichts. Neben dem Krieg ist es nicht so schlecht. Klinge. Nee, das ist Gericht. Los, schau. Mach das mal jetzt. Glühende Rache ist natürlich auch wieder super. So, ah. Ja, man kann auch nicht, normalerweise würdet ihr es wahrscheinlich so wollen, dass ich das sofort kaufe, damit ich das andere, den ersten Teil, sofort habe. Das ist allerdings nicht so. Man muss immer das andere davor kaufen. Das ist wirklich scheiße. Mach das mal jetzt. Ja, das reicht nicht mehr. Das reicht. Wir speichern. Oh yeah. Und wir kommen wieder zum Auswahlbildschirm. Und ich würde sagen, Leute, ja, hier kommen wir natürlich zum dritten Film damit, aber es fehlt ja noch was zum zweiten Film. Und zwar Flucht aus Osgiliath. Aber das, Leute, seht ihr nicht in diesem Part. Das seht ihr im nächsten Part von Der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Ich freue mich drauf, wenn ihr auch weiterhin guckt. Ein super Let's Play, ein super Spiel, muss man wirklich sagen. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hoffe, dass jetzt die Soundprobleme, weil man hat mich ja beim ersten Part nicht so gut gehört, dass sie jetzt gefixt sind, dass der Part sich besser angehört hat. Ich weiß es ja nicht, ne? Ja, wir sehen uns zum nächsten Part, Leute. Bis dann und ciao.